selbst erklärt. Ab morgen startet das bisher einzige und geilste Event aus Mangel. Aus Mangel. Im Beachvolleyball-Bereich und allgemein im Sport. Oh, da sind wir doch auch. Wunderschön, die Transition. Wunderschön. Ja, herzlich willkommen. Das Gute ist, wir sind ja hier nicht beim Fernsehen, von daher müssen wir jetzt hier nicht so ein generic Intro machen. Wir sind hier bei der Beachliga. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Mitten in der Beachliga Arena, neben diesem Fußballstadion. Ja, ja, ja. Hier ist es viel schöner, wunderschönes Wetter und die Spielerinnen haben richtig Bock. Twitchen, ansonsten wird's eng. Geht über Leo Klinke. Boah, und den heilt sie noch. Wenn sie jetzt im Block zugreift. Oh mein Gott. Ich hab's geholt, sie sich. Deshalb, ich sag auch immer, ich bin echt froh, dass ich so klein geblieben bin. Dass ich den Quatsch da vorne am Netz nicht machen muss. Guter Kontakt von Sarah, der ist ganz stark. Gute Länge jetzt auch von Leo. Gefällt mir auch gut. Der Freeball ist halt schwierig. Oh, gut. Schön mit dem Block gespielt. Und nochmal. Warte! Klipp das Ding jetzt schon mal. Nochmal. Und ja. Boah, was zum Block! Block! Ja, das ist die Aufschläge, haben sie immer gute Antworten drauf. Ja, schon mal wir gucken. Melly ist wieder da. Oh Gott! Läuft bislang nicht allzu verkehrt. Und das ohne die Abstimmung, die beiden haben, das muss man auch dazu sagen. Come on. Sehr gute Defense. Oder! Ja! Alter! Dass man halt nicht mehr jetzt am Limit spielt und jetzt nicht mehr hier die Gegner wegrasiert und über jeden rüberfährt und jede Aktion 100% ist, sich daran zu gewöhnen, dass man halt so ein bisschen diesen Schongang bewusst auch so ein bisschen spielt. Ja, rasiert wird hier gerade gar nichts mehr. Also, okay. Carla Borger 2020. Die Präsenz am Netz ist da. Hat aber auch in den letzten Tagen schon gezeigt. Oh, Doppelblock! Und genießt weiter den Sport. Oh, lässig. Sehr lässig, einarmig unterwegs damals. Und dann belohnt er sich vorne am Netz. Gute Kuhle. Vielleicht geht's für mich nochmal vor den Rechner. Oh. Zuschieber schlecht. Was wäre? Oh, ach du Scheiße. Es ist trotz. Gucken, weil das sieht. Cool. Ja. Könnte wehtun, wenn der jetzt nicht an die Leipziger Jungs geht. Mal. Ja, da sind wir noch gut ausgewichen. Jetzt muss er Eier zeigen. Und erstmal aber das eigene Sideout halten. 9:12 aus Sicht von Alex und Sven. Das wird eine Aufgabe. Oh mein Gott. Nee. Oh, ich glaub's nicht. So, wir applaudieren. Es war ein großartiges Spiel und ein großartiges Finish für die erste Beachliga. Und wir haben den ersten großen Gewinner. Und wir applaudieren und sagen, es ist verdient. Ja. Sie waren das konstanteste Team über 14 Tage, über 28 Spiele. Und auch wenn die Storyline natürlich extrem spannend war, wild war, werden sie hier verdient, Beachliga-Meister. Max Bitzin und Dirk Westphal setzen sich also die erste Krone der Herrenkonkurrenz auf. Beachligameister 2020 und das geht vollkommen in Ordnung. Bitte Konzentration und Zuhören. Sitzen gemeinsam im Zugabteil, fahren so durch Deutschland, sind gerade bei den Kasseler Bergen angekommen und das Licht funktioniert nicht im Zug. Und dann kommt ein Tunnel, auf einmal klatscht es, die Leute fahren raus aus dem Tunnel und Alex fällt sich so an die Wange. Ja, da denkt sich die Nonne, der Alex, der hat sich bestimmt an die Blondine rangemacht und die hat ihm daraufhin eine geklatscht. Könnte sein. Ja. Die Blondine denkt sich, dieser Alex, der wollte bestimmt mir an die Wäsche, hat aber die Nonne erwischt und die hat ihm eine geklatscht. Alex denkt sich, Sven, der alte Lustmolch, wollte bestimmt der Blondine an die Wäsche, hat aber die Nonne erwischt, die dachte ich war's und daraufhin hat die mir eine geklatscht.
Und Sven denkt sich, beim nächsten Tunnel haue ich Alex nochmal einen auf die Fresse.